Servusle, willkommen zurück bei The Forest mit eurem Nameless und eurem grauen Moislem-Voucher. Grüßt euch, Leute, wir haben noch ein bisschen Tag übrig, wir gehen gleich mal gucken. Ganz spontane Runde heute, endlich mal ein guter Sonntag. Nämlich normalerweise folgt auf den Sonntag ein Werktag. Tut's auch, aber der ist frei morgen, der ist frei. Gleich mal ein paar Sticks sammeln. Wir machen heute vorne fertig, habe ich gedacht, machen wir noch mal eine gemütliche Runde. Na, 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 na. Oh ja, ich habe ja angekündigt, beziehungsweise ich habe geguckt mal, ob ich diesen Tausendfüßler finde. Ne? Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn mal eingeblendet kurz, ganz kurz nur, dass ihr seht, was ich da meine. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein Tausendfüßler ist. Die Dinger nennen sich hier, ich habe das mal rausgeschrieben, Spinnenassel. Er sieht auch aus, als ob seine Mutter eine Spinne ist und sein Vater eine Assel, oder? Hammer. Und meiner war, ich habe es mal hier, pass mal auf. Ich habe das nämlich extra mitgenommen. Spindelläufer, so nennt man die auch, gehören zu den schnellsten Läufern unter den Gliederfüßern. Die schnellsten. Sie können Geschwindigkeiten bis zu 420 mm pro Sekunde. 420 mm sind 1,5 Kilometer die Stunde, was die Dinger machen. Weißt du, die Kleinen? Da steht auch, dass die richtig wendig sind und so weiter. Irgendwo steht auch noch was, wo ich selber erschrocken bin. Pass mal auf. Da geht es um die Antennen von dem Ding, um die Rückenplatten. Er hat Rückenplatten, weißt du? Meiner war ja 400 Meter lang. Also von daher schon ganz extrem, weißt du? Deswegen musste ich die Aufnahme auch kurz unterbrechen. Sonst der verschanzt sich hier, weißt du? Und dann, der Sort hat auch gesagt, seiner frisst Socken. Und meiner war ja 400 Meter, wie gesagt, groß, ne? Und der frisst dann nicht nur Mäuse, der frisst mich komplett. Sorry. So, das Thema wäre abgehandelt. Er ist, wie gesagt, draußen. Ich war schneller als er, also 1,5 Kilometer die Stunde habe ich dann auch noch hingebracht. Alter, bleib doch da. Wo gehst du denn hin? Guck, jetzt hängst du hier am Berghang. Mach mir meine Plattform nicht kaputt, ihr seid nämlich alle. Ich hätte mal gerne das. So. Normal. Nee, oder? Bist jetzt in den Berg reingeglitscht. Das ist jetzt der Moment, weißt du? Das ist jetzt ein Bug. Und der Bug löst jetzt aus, dass meine Plattform demnächst sich. Naja, ich sag nichts. Ach so, der Wagen ist unten. Wie sieht's denn aus? Wäre das technisch? Oh, der Magen, unser Magen. Pass mal auf. Pass mal auf. Jetzt werden wir mal die Fallen wieder aufstellen, bereiten uns ein bisschen vor. Dann machen wir hier oben den Zaun und sobald wir geschlafen haben, gehen wir runter ins gefährliche Gebiet. Aha, noch mehr. Also die mache ich auf jeden Fall, ne? Schon wegen der Rüstung. Die Ausdauer ist fast weg. Nehmen wir es. Hast du wieder allein gezockt? Du könntest es also auch aufnehmen, weißt du? Das würde ich dann auch gerne mal angucken. Schmeiß den Kopf weg. So, die Falle stehe. Ich weiß gar nicht, warum ich die. Der sieht aber chillig aus hier. Komm, du darfst gehen, Alter. Ist jetzt gut. Du darfst. Nein, dich wollte ich eigentlich. Komm, ich drop den mal hier. So. Er könnte jetzt eigentlich auch zahm werden. Was macht denn eigentlich unser ganzes Gehege da hinten? Haben wir jetzt 7 Hasen da drin? Die kommen schon wieder von eins ins andere. Aber wir haben Zeit, Leute. Wir gucken mal hier, ne? Zählen wir mal durch. Seid ihr alle da? 1, 2, 3, 4, 5. Das sind nur 5. Was ist? Warum geht da nichts? Da habe ich was von 7 gehört. Naja, wir warten ab. Das kommt bestimmt noch. So, jetzt pass auf. Wir müssen Holz fällen. Denn unsere Stärke darf nicht ungeübt bleiben. Den Baum wollte ich stehen lassen. Jetzt haben wir hier kein Bäume mehr. Alles klar. Da kennen wir jetzt nichts. Oh, wir haben ein Bild von Timmy. Können wir nachher aufhängen. Jetzt pass auf. Jetzt bauen wir uns hier oben wieder einen Wagen. Weil der andere, der ist unten. Den haben wir ja ganz bewusst unten abgesetzt, ne? Eigentlich war es aus Versehen. Kein Mensch wollte, dass der unten ist. Ich brauche Sticks. Hier. Ein Einer-Stick. Zack. Aber wir brauchen noch mehr Sticks. Hier sind noch mehr. Vielleicht schaffen wir die Brücke heute. Oh, wir schaffen die Brücke bestimmt, Leute. Wir schaffen die. Jo, wir schaffen das. Wie sieht's hier aus? Oh mein Gott. Wenn es nächste Mal regnet, darf ich nicht ausloggen. Sonst füllt sich das Zeugs hier nicht, ne? Alterle, jetzt haben wir nichts mehr zum Saufen. Diggerle, was machen wir jetzt? Was machen wir da? Dursten. Dursten ist eine Option. Oder Alkohol trinken. Macht Alkohol dick im Spiel? Das wollte ich gerade sagen. Im Real Life weiß ich selber Bescheid. Dass man Bäuchle kriegt, wenn man Bier trinkt oder so, weißt du? Wautscher, jetzt kommt wieder so. Das ist wieder. Kommt wieder in den Aktenordner. Es kommt wieder in den Aktenordner. Wautscher trinkt Bier. Eigentlich momentan noch nicht mal. Was ein Fehler ist. Man sollte eigentlich mal. Bier trinkt, immer so ein bisschen ab und zu mal eins trinken, damit man drin bleibt. Gott, Voucher, ich schwätze den Scheiß heute. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Leute. Es darf jeder machen, wie er will. So. Den schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich muss mal ins Buch gucken. Das machen wir aber, wenn wir gepennt haben. Oh! Raw Fresh. Boah, komm, das schaffen wir noch. Fäll den mal und dann renn kurz essen. Ich sehe, oh Gott, die Energie ist weg. Ist alles weg.
Alles klar, lass gut sein. Lass gut sein, Nameless. Keine Energie, ne? Wie willst du da arbeiten? Außerdem geht gleich unser Magen auf Null. Kurz vorm roten X immer. Ja, Nameless, du kriegst gleich was davon. Da hängt ganz viel. Ist noch keiner verhungert vorm Ständer. So, ist auch wieder so zweideutig. Roger, bist du doof heute? Wir haben uns gerettet. Entschuldigung. Ich bin fit, ne? Kein Capri-Sonne, nix. Alles gut. Ich habe nicht mal was gegessen heute, oder? Das merke ich gerade. Das merke ich gerade, dass ich was essen sollte. Kommen wir mit dem Wagen hier durch eigentlich? Ja, komm, bei dem Riesentor. Ajo. Jetzt an den Spikes hängen bleiben, dann höre ich Sort lachen. So, Leute. Jetzt geht's weiter. Den haben wir angefangen. Dann hau ich ihn in die Richtung. Ja, guck mal, jetzt kommt der Hammerschlag. Smash! So. Ein bisschen fehlt mir hier Musik, ganz ehrlich. Mir fehlt hier ein bisschen Musik. Sag bloß, es waren fünf. Dann haben wir jetzt ein Problemle. So, komm, das machen wir jetzt noch fertig. Chaka, nee, alles gut, alles gut. Alles gut, sagt der Knut. Na, 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 na. Oh, aha. Das war Modern Talking, oder? Ich wette. Ja, es war halt auch in der Zeit, ne? Das kam schon nie im Radio. Ihr kennt es mit den Ohrwürmern, ihr kennt es. Sherry, Sherry Lady, der Wautschan kriegt der Bett. Sorry. Ich bin einfach nur gut drauf, weil morgen frei ist, ne? Sonntag frei. Montag frei. Hammer. Hammerei. Ist ja Hammerei, Leute. So, 6 Minuten 37. Mein Tausendfüßler habt ihr gesehen. Ich hab der zum Reuer hier geschrieben, es war eigentlich eher ein Tausendhaxler, ne? Der hat ja auch einen Kopf gehabt. So faustgroß war der. So ist es bei mir mit Spinnentieren, ne? Da geht die Realität. Habe ich das Häsle kaputt geschlagen gerade? Alter, aber das wollte ja nicht. Wo bist denn du? Häsle? Der hat sich doch gerade hier abgelegt zum Sterben, oder? Häsi. Okay. Da unten liegt der Guck. Da. Ja, komm. Jawohl, die Prioritäten muss man setzen, ne? Nameless, Stamm weg, Hase her. Hasenfleisch ist ja schon was Gutes. So, komm, einräumen. Fahren wir das Ding noch kurz weg. Was haben wir jetzt gemacht, Leute? Zwei Stück, ne? Ja, das passt. Wir hatten beim letzten Mal schon ein bisschen. Jetzt haben wir zwei. Haben wir unser Soll erfüllt. Ich will tatsächlich ein bisschen drauf achten. Nicht, weil ich jetzt Ernährungsplan cool finde nur oder so, sondern ich will tatsächlich mal die Stärke. Also, der Ernährungsplan ist cool, ganz klar. Ich bin aber kein Ernährungsberater-Freak normalerweise im Real Life. Jetzt dreht sich um Kopf und Kragen, Roger, so einfach ruhig und geschlafen. Nee, ich will mal gucken, ob wir auch so 30, 40 Stärke mal erreichen können. Da hätte ich schon mal Bock drauf zu gucken, wie sich's dann spielt, weißt du? Deswegen. Hier, ne? Gutes Beispiel. Hier. Ungefähr so Füß hat er gehabt, der Tausendfüßler. So groß ungefähr. Und aber halt ein paar hundert davon, ne? Wisst ihr, was ich meine? Tja, Voucher, vielleicht machst du die Aufnahme nochmal und machst alles gut und normal. Seht, der kann ja hier rein. Der kann hier rein. Den Haxen, den lassen wir. Ne, den wollen wir nicht trocknen. Aber vielleicht riecht er dann nicht mehr so. Was ist da? Hast du ein Problem hier? Guck mal. Was backst du hier rum, Alterle? Ist das der Leguan, der vorhin durch den Stein da hinten gelaufen ist? Das ist jetzt ein Unterirdischer. Ist ja der Wahnsinn. So, komm, wir können das noch aufbauen, oder? Ist ja noch hell. Magen haben wir erst gefüllt. Das sollte man nachttechnisch wieder alles nachher hinkriegen. Hier machen wir jetzt mal ein bisschen Zaun weiter. Gott, wir müssen auch noch Spikes setzen dann da. Kann ich, das hast du gesagt, so, ich kann auch Mauer setzen, ne? Also, wenn mir jetzt Stein lieber wäre, könnte ich unten auch mit Steinmauer das Ding abdichten. Da würde ich nämlich unten Stein nehmen. Damit man nicht nur Spikes bauen, weißt du? Ich finde ja Spikes cool, aber. Lass mal runtergucken. Wir können zumindest einen können wir noch fällen. Weißt du, bevor es wirklich ganz dunkel ist. Dann wären wir auch fertig. Ich will die Plattform jetzt da drüben haben. Ja, Nameless, gib alles. Und noch viel mehr, wenn ich König der Baumfelder wäre. Text sicher, ne? Und die Melodie erst. 1A. Man sieht gleich, dass ich geübt habe. Nicht. Au, wie waren das wieder? Wo mussten ich die ablegen? Oh, der ist schön gelegen, hast du gesehen? Ich habe den Filter nicht drin, deswegen gehen wir jetzt gleich schlafen, Leute. Ganz kurz, eine Minute Dunkelheit. Ich kann ja dazu beschreiben, was wir tun. Wir laufen einen Schritt nach dem anderen Richtung Plattform. Merken gerade, dass wir hier das Problem haben, die Baumstämme. Ey, Alter, ich muss das von oben machen. Oh. Ging das nicht von hier? Mit Hüpfen vielleicht? Scheiße, muss ich echt hoch? Nein, ich will da jetzt nicht hoch mit den Baumstämmen. Okay, ich revidiere das mal. 2 Minuten Dunkelheit, Leute.
Es klappt. Man muss immer probieren. Jetzt gehen wir aber pennen. Ich sehe wirklich nichts mehr. Was bedeutet, ich sehe auch die Feinde nicht. Wenn die kommen, hier liegen die zwei Stämme. Die machen wir morgen früh. Wo ist die Ausdauer schon wieder weg? Oh, jetzt ist aber echt dunkel. Jetzt sehe nicht mal mehr ich was. Auf den kleinen Bildschirm. Na, guck mal da vorne die Hütte. Ein Licht in der Dunkelheit. Am Ende des Tunnels. Es ist unser Baumhäusle. So. Ich muss mich entspannen und vor allem muss ich dieses Melodische aus meiner Stimme mal rauskriegen jetzt. Ne, 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 ne. Das war auch nicht besser. Nee, komm, schlaf. Und dann hängen wir das Bild vom Timmy auf, essen was und dann geht's ab. Dann geht's ab. Nicht so lange rumeiern aber. Timmy, mein Freund, dass ich auch nie vergesse, dass wir dich noch holen wollen. Hier, bitteschön. Der Baba denkt an dich, ne? Spielst noch ein bisschen mit dem Mutante. Baba holt dich dann. Der kleine Timmy möchte aus dem Mutantenstädtchen abgeholt werden. So, essen. Wo waren jetzt noch ein Essbar? Hier vielleicht? Yay. Haben wir noch was zum Trinken, Leute? Das wird jetzt dann schon eng, weißt du? Nee, ist noch was drin. Es wird eng, ne? Hab eine Kiste Wasser dabei, also Sprudel. Und eine Kiste Bier. Es wird eng. Wir müssen was trinken. So, die zwei Stämme machen wir noch unten. Dafür haben wir sie gefällt. Und dann gehen wir hier oben schön sammeln. Oder kriege ich das jedes Mal hin mit dem Hüpfen? Da würde ich fast von unten machen, bevor wieder ein Wagen runterfliegt. Bevor wieder ein Wagen runterfliegt. Alles klar. Das ist, weil er jetzt so muskulös ist. Ne, das wiegt ja auch was. Apropos, was wiegt denn sowas? Muskeln wiegen doch mehr wie Fett, oder? 23 steigen, 203 gleichbleibend. Ist alles gut, sieht gut aus. Sieht gesund aus, nämlich. Macht's dir auch so viel Spaß wie damals, als du noch Schokolade gekriegt hast? Und er murmelte Hals-Maul-Voucher, mach die Stämme. Er ist jetzt ein Fitness-Freak, unser Nemi. Jetzt pass auf. Ja, ja, das machen wir so. Solange dir nicht den Hals brichst, Alterle, machen wir das so. Ne, 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 ne. Wie viel sind's noch? 43? Warum 43? So viele könnten es nicht mehr sein. Wieso so viele? Ich will da jetzt drüber laufen. Heute habe ich so Lust drauf. Wir haben noch irgendwas angezeichnet, ne? Das kann ja nicht sein, dass es so viele sind. Nameless, was ist denn los? Das sind die Bäume hier unten. Die sind aus einem anderen Holz, Alter. Das sag ich dir. Patrouille? Nö. Schau. Ah, das sind halt aber auch viele Bäume, Alter. Können wir die nicht von da oben fällen vielleicht? Jetzt pass auf, jetzt machen wir das so. So. Gott sei Dank. Das ist ganz knapp, glaube ich, am Fallschaden. Das ist ganz knapp am Fallschaden, was der hier macht. Aber wir haben unseren Jump-and-Run-Anteil wieder drin, ne? Wie immer. Schaut euch den Skill an, wie ich hier eh drücke. Ja, Voucher, wir hören's. Ah, das Anabolika-Ray ist auch wieder vor Ort. Grüß dich. So, die halbe Brücke ist schon geschafft. Das schaffen wir heute wieder nicht. Ich habe unterschätzt, wie viele Stämme das sind. Jetzt gucke ich nochmal da oben. Da stehen 1, 2... Was machst du? Da ist wieder dieses ominöse Echo. 1, 2, 3, sagen wir mal 4 Bäume, 20. Wir könnten natürlich mit 20 auch rübergehen und auf dem Rückweg gleich einen Topf Wasser holen. Weißt du? Damit wir wieder den Schlauch füllen. Sonst stehe ich wirklich bald ohne Wasser da. Das machen wir auch. Dann sind wir auch noch ein bisschen unterwegs. Jetzt pass auf. Wir machen das jetzt hier, bis es wirklich nicht mehr so viele sind. Hat jetzt jemand die Möglichkeit, mir zu sagen, wie viel Stämme da noch fehlen? Das zeigt es doch da oben an, aber das ist ein bisschen klein geschrieben. Probiere ich mal, ob ich das hinkriege. Keine Chance. Das kriegt mein Auge nicht gefasst. Das machen wir jetzt aber, Leute. Wir sind nämlich jetzt gerade vollgeladen mit Essen und Trinken. Wir gehen jetzt rüber. Wir hauen uns da oben noch ein paar Bäume runter. Dann brauchen wir vielleicht nicht so blöd hüpfen die ganze Folge über. Und wir können uns da hinten Wasser holen. Und einen Speer. Ich glaube nämlich, ein Speer, der ist mir auch wieder flöten gegangen. Nee, ich habe einen. Ich habe einen Speer. Wie war denn das? Nee. Nee. Ah, mit Seife. Jetzt können wir den natürlich noch ausbauen. Das müssen wir jetzt aber nicht unbedingt machen. Hat das jetzt schon was gebracht eigentlich? Was war denn das jetzt wieder? Jetzt habe ich wieder die Hälfte nur gemacht, gell? So. Ah, herrlich, oder? Sonntagabend. Noch alles gut. Ich hoffe, viele von euch hocken heute draußen und grillen. Weißt du?
das Wetter genießen, wobei ich jetzt noch gar nicht sagen kann, welches Wetter wir haben. Ist leer, es hat jemand leer getrunken. Lass mal den Speer kurz angucken. Ja, das sieht schon gut aus. Speed hat er, Damage hat er, blocken kann er nicht, muss er auch nicht. Dafür ist es ja ein Speer geworden, ne? Was war das? Ein Stein. Voucher, nur ein Steinle. Na, 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 na. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir ihnen nicht in die Arme laufen. Wobei ich glaube, dass die nicht verwandt sind mit denen von drüben. Ich glaube, das ist so ein eigenes Völklet. Oh. Guck mal. Guck mal. Da ist ein Dicker. Und hörst du das Trampeln? Da ist ein Beppo. Die spawnen jetzt aber auch quer über die Map, ne? Beppo. Da brauchen wir uns jetzt nicht anlegen, ne? Ist klar. Wie sie miteinander spielen hier, ne? Virginia und Beppo. War das Virginia? War das Virginia oder war das das andere Viechle? Ich könnte natürlich jetzt auch hingehen und reinstechen, da hätte ich sie im Buch. Aber. Alter, ich habe noch nicht ein Knochen gesammelt, weißt du? Doch, ist nicht ganz wahr. Wir haben einen Knochen. Es hängt noch ein bisschen Bein dran. Ist halt für die Beinfreiheit, ne? Die Beinfreiheit stimmt sogar. Freies Bein, freier kannst du sein. Hier haben wir letztes Mal auch welche gesehen. Es ist also doch eine Verwandtschaft, ein Verwandtschaftsverhältnis zu sehen, ne? Weil Bebo war das letzte Mal drüben. Alter, jetzt sind schon Bebos auf dem Plan hier. Ja gut, wir sind ja auch schon bei Tag 10 oder so irgendwas. Hey, ich will die jetzt aber nicht bekämpfen, die Große. Das schaffe ich ja nicht mit meinem Ausrüstungsstand hier. Obwohl, die Rüstung ist auch voll. Ne? Wollte schon sagen, Alter, hast du keine Tannennadeln. Armer Dinger. Ah, so. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt merke ich gerade nämlich, wie die Wärme hier aufsteigt. Nein! Ah, läuft noch. Ja, ich habe hier so mein Privatding noch nebenbei laufen. Mein Handy nicht. Ah, guck mal, das ist natürlich saublöd. Da unten stehen die gar nicht. Nameless, nameless. Ich weiß, du hast es gesagt. Jetzt haust du den hier so runter. Das musst du jetzt hinhauen. Und denk dran, wenn du das Poltern hörst, hüpfen wir. Lieber den Freitod wählen, als vom Beppo zertrampelt zu werden. Wir brauchen mal noch einen anderen Namen für den. Und Beppo, das haben wir uns schon dran gewöhnt, oder? Beppo ist Beppo. Na, 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 na. Okay, Voucher. Beppo. Wenn ich die hier runterroll, bleiben die hier liegen oder rollen die dann? Ja, die rollen ganz runter. Das war eine glorreiche Idee, Vouch. Komm, einen schaffen wir noch, bevor die unten liegen. Sonst muss ich erst wieder hüpfen, ne? Das ist ein kleiner hier, den machen wir. Den machen wir. Dann gehen wir zurück. Boah, das war jetzt blöd, das war jetzt unnötig, ne? Ich habe gedacht, die stehen eine Plattform weiter unten. Das war das Erste, was jetzt fail war. Und dann rollen die natürlich jetzt hier den Hang runter. Ja, guck, der eine macht sich schon auf den Weg hier. Komm. Hier, ach, da kann man runter, super. Alles klar. Alles klar. Manchmal ist es ganz gut, seine Umgebung erst kennenzulernen. Hier, ne? Weil von hier kann ich nämlich hier so hüpfen. Ist auch wieder gehüpft. Roger, das ist doch auch wieder gehüpft. Okay, wie viel fehlt denn? Jetzt kann ich mal gucken, wie viel noch fehlen wenigstens. Ne? Da unten addiert sich ja immer alles. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen hier. So. Ah, das sind doch noch ein paar, ne? 23 Stück, das schaffen wir heute wieder nicht. Dann bereite ich in der nächsten. Alter. Jetzt gedacht, da hat einer geschmissen. Hey, das schaffen wir. Wir müssen einfach nur eine Stelle finden und an der dranbleiben, weißt du? Und fertig. So. Fertig aus, das machen wir jetzt. Obwohl, das ist. Nee, das packen wir nicht. Also gut, dann wird es Dienstag werden. Aber dann steigen wir schon wieder mit Holz ein. Und dann bereite ich wieder vor, wie das letzte Mal, dass wir gleich ein bisschen was verbauen können. So, ist gut. Nemomad, schau nochmal geschwind. 20 sind 4 Bäume. Der Roy hätte jetzt geschwind mit dem linken Ärmel runtergeschlagen. Mit dem rechten hätte er wahrscheinlich Wasser geholt. Und das Rod hätte in der Zeit wahrscheinlich noch Spikes gesetzt. So. Jetzt pass mal auf. Du wolltest nämlich Wasser holen. Das Wasser gibt es da hinten. Ja, dann machen wir das jetzt. Machen wir jetzt keinen Stress, oder? Bevor ich jetzt darüber hechte und 5 Bäume noch probiere zu fällen in der Zeit, da geht eh was schief. Dann schneidet er sich noch einen Fuß oder irgendwas. Wir holen jetzt Wasser. Wir zeigen von weitem schon mal an. Hallo!
Doch, ich kann den aufs Feuer stellen. Ich muss es ja abkochen. Da können wir auch endlich mal eine Feuerstelle basteln. Ich glaube, das hatten wir nämlich in dem. Hatten wir schon eine Feuerstelle, Leute? Wo ist denn jetzt die Wasserstelle? Ey, wieso macht ihr jetzt hier euren blöden Rundgang? Echt, ihr Freaks? Nehmt es, es geht doch nicht gut. Wow. Das war knapp. Das war knapp. Oh. Hauptsache die Augen zugemacht, weißt du? Und dann mal küpft und geguckt, was passiert. So, hier ist das Dorf. Drüben steht auch einer. Es muss jetzt schnell gehen. Das muss jetzt verdammt schnell gehen, Alter. Die sind nämlich daheim. Na, 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 na. Na, 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 na. Was eine Aktion schon wieder hier. Fast gestorben gerade, weißt du? Wo ist das? Wo ist denn der See hier, Blödmänner? Hallo? Hier. Ja, jetzt hat er uns gesehen. Und weg. Ah, der klaut Wasser, die Drecksau! So, der Schrei war jetzt bestimmt der Brunftruf für der Beppo. Jetzt haut's uns gleich hier über den Haufen, weißt du? Aber wir rennen, solange wir können. So, guck mal, hier gibt's also auch manchmal ein paar Kräuterlein, die kannst du gleich noch mitnehmen. Weißt du, wegen Energiemix? Weißt du, wegen Energiemix? Das war's falsch, Alter. Das auch. Das auch. Hä? Mir fehlt eine Blume. Mir fehlt eine Blume. Die da fehlt mir. Ah ja, die fehlt. Ich weiß noch, wie ich das gesucht habe. Ich weiß in meiner ersten Staffel, wie ich so einen Energiemix hergestellt habe. Nach langem Erklären, wie das alles geht von euch. Dann war der da gelegen in der Mitte. Ne, ich zeig's euch mal kurz. Das sah dann so aus. Und der Voucher guckt auf seinen Teppich und der, wo war denn da der Energie? Ich sehe den nirgends. Warum ich den nicht gesehen habe? Ich habe eine Red Bull-Dose oder so irgendwas gesucht. Energiemix. Ich habe nicht gedacht, dass das so ein Blumending ist. Es war Staffel 1 oder 2 oder sowas. Ich habe keine Ahnung mehr. Das fehlt mir so ein bisschen. Das Einzige, was mir hier fehlt, dass man halt schon so viele Kleinigkeiten. Ey, guck mal, der läuft da hinten rum. Jetzt, wieso läuft denn der jetzt da hinten rum? Jetzt geht's los. Jetzt dauert es nicht mehr lang, Leute. Da gehen wir jetzt aber noch ganz elegant hoch. Am besten nur vorwärts nämlich. Was mir jetzt gleich wieder auf den Plan ruft, dass wir hier doch zumachen sollten, vielleicht, weißt du? Okay, Leute, lass uns noch ganz kurz hier irgendwo eine Feuerstelle hinbauen. Am besten hier. Das ist immer weit genug aus der Range. Falsch, Voucher, falsch. Bau eine kleine Feuer, eine kleine. Wir machen nur eine kleine. Ist jetzt nur zum Wasser abkochen. Genau. Ich bin mal gespannt, ob es hebt. Normalerweise habe ich immer das Glück mit Feuer, egal wann und wie und wo ich es anmache, zerbröselt's. Kann ich jetzt überhaupt den Schlauch da dran füllen? Geht es überhaupt? Oder kann ich es in die Schildkröten reingießen? Das geht ja jetzt bestimmt nicht, Roger. Was ist denn das hier? Ein Häschen? Aber was machen denn eigentlich die Fallengeschichte? Hier, ne, wieder ein Hase. Komm, hau ab, Alter. Und da? Ja, schon wieder. Komm, tschüss. Springt, meine Freunde. Wieso mache ich das eigentlich jedes Mal? Es hat jetzt null Effekt, außer dass es jedes Mal ein Hölzle kostet, ne? Ist wieder so eine Voucher-Geschichte. Ich mache das einfach, weil ich Bock habe. Genauso wie mit meinen Baby-Spikes. So, wie sieht's aus? Jo, jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Das geht nicht, ne? Jetzt hast du es getrunken, du Held. Dann wird es vielleicht doch Zeit, dass es regnet. Ja, aber es ist ja nicht weit. Wenn wir die Brücke haben, sind wir ruckzuck am Wasser drüben, am Beppo vorbei. Das kriegen wir dann immer hin. Das passt wunderbar. Wir sollten hier zumachen. Ich bereite jetzt beim nächsten Mal Hölzer vor, ja. Dann können wir die Brücke fertig basteln. Die 27 Hölzer kriegen wir hin. Und können hier auch gleich zumachen vorne. Jetzt, wo der da unten rumgelaufen ist, ist es mehr so geheuer hier. Ich mache auch mal hinten zu jetzt. Nicht reinlaufen, Alter, ne? Du weißt, das macht Schaden. So. Die Burg ist dicht. Wir sind da. Alles klar. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Und einen schönen Feiertag morgen, ne? Und hütet euch vor den Spinnenasseln. Ciao.